Das Schlimme ist ja, je mehr sie davon redet, desto schlimmer ist mein Lachflash und desto schlimmer werden die Bilder. Was denn? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Mal. Muss ich ja auch mal in Schutz nehmen. Kommt ja selten vor. Ja, ich bin gerade selber erstaunt. Ja, Tut mir ne? leid. Ich war Ja, in morgen geht's Gedanken wieder, ist ganz Montag. woanders. Ja, stimmt. Morgen Fiesta. Stimmt. Ich glaube, das wird aber. Fiesta, Fiesta, wie. Wie du es mit deiner Freundin gemacht hast. Ja, aber ich habe ja gesagt, wir haben ja eben keine Videos zusammen gemacht. Außerdem, was versteht man denn daran bitte falsch? Wenn man die ganze Zeit vom Gaming redet. Hey, Bunnies. Videos mit Wellenhühnern. Ich habe doch nie was mit Wellenhühnern gemacht, das ist Kajas Ding. Nee, eigentlich nicht. Weißt du, da erzähle ich tatsächlich mal was Ernsthaftes, versuche wirklich ernst dabei zu bleiben und Daimler denkt tatsächlich immer noch zweideutig. Ohne Scheiß, das ist tatsächlich was, mein ernstes Thema gewesen. Ohne Doppeldeutigkeit. Unglaublich hier. Wirklich. Achte auf deine Gedanken! Hey, was tust du da? So, jetzt gucken, ob ich ein Loch in der Stromfosse habe, aber du guckst ja nicht nach oben. Warte mal. Oh, scheiße, das Questlog-Fenster ist davor. Hey, du solltest das Loch in der Mitte mal bedecken. Da guckt ein bisschen was raus. Oh. Ich verstehe. Warte. Ich meine, Schlangenkunde haben wir heute noch nicht. Das ist erst in 2 Wochen dran. Hier, warte, guck, ich nähe das eben zusammen. Warte, so. Das Loch in der Mitte bedecken. Hallo. Hi. So, fertig genäht. Ah, sehr gut. Ja, jetzt geht's wieder. Danke für Nadel und Faden. Ja, sehr gerne. Habt Dank für eure Hilfe. Nachdem ihr den Leitwolf getötet habt, brauchen wir das Wolfsrudel nicht länger zu fürchten. Wie bitte? Ihr habt den Leitwolf nicht im Wolfsbau gefunden? Er ist kein gewöhnlicher Leitwolf, dessen könnt ihr euch sicher sein. Der wirkliche Leitwolf muss sich irgendwo versteckt haben. Solange wir diesen Leitwolf nicht zu fassen bekommen, wird niemand in dieser Gegend sicher sein. Oh Gott, diese alte Schnalle. Ich belästige euch nicht. Dürft ihr vielleicht mit euch sprechen? Die Strumpfhosen sind doch auch herrlich, ja, ne? Die Strumpfhosen sind immer für eine Überraschung gut. Ja, gerade wenn es klemmt. Frage geht an dich, Kaya. Oh je. Dann stell sie. Hm? Dann stell sie. Kennst du Lalias Markt? Lalias, glaube ich. Ich glaube, das ist ein I dazwischen. Ich tapp mal raus. Da gibt's so Hosen, die. Ja, bei mir ist halt alles mega klein. Da gibt's so Hosen, die mehr aussehen wie Shorts. Die sehen echt scharf aus. Sagt mir tatsächlich nichts. Das sind allerdings Mitri-Münzen. Ach so, im Game hier. Das sagt mir tatsächlich auch nichts. Nadias mag das in Bre. Okay, müssen wir uns mal merken. English in the German World. Ich, die zu blöd bin zum Chatten. Warum, was machst du? Was hast du denn vor? Wurde gerade angeflüstert, bin aber zu blöd dafür. Okay, ist egal, die ist weg. Aber ich war zu blöd, irgendwie auf Flüstern zu gehen. Digativer? Ja, ja. Ah. Die hat mich halt angeflüstert, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da antworte. Sollte nicht. Die Lüne 8 oder 14 dir verkaufen? Ne, sie hat nur gesagt, dass sie mein Kleid hübsch findet. Oh.
Ich bin auf einem anderen Server, um zu zeigen, wo das ist. Also wir sind auf Bele. Mal wieder. Ah, warum wird mir das aufgeploppt hier? So. Auch wenn es euch sicher lässt, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Warum könnte ich eigentlich nicht flüchten? Kann ich bei dir flüstern? Ich kann hier Mitteilung machen. Ich könnte dich nochmal adoptieren. Kann man denn jemanden zweimal adoptieren? Ah, warte, ich glaube, jetzt habe ich's. Ah, okay. Drückst du entweder einfach random R oben im Chat, wo ihm steht. Ah, okay. Gut, dann habe ich es ja zum Ende wenigstens noch richtig gemacht. Oh. Okay, es geht das Gerücht um, dass ein alter, narbiger Wolf in der Entfernung seines Rudels gesehen wurde. Nämlich gegenüber dem Wolfsbau an der Straße nördlich von meinem Hof. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich denke, dieser alte Wolf ist der Leitwolf des Rudels, der aus irgendeinem Grund verbannt wurde. Ich glaube, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Mein Nachbar Jupp Kleinbau ist ein echter Hobbit-Kavalier und ich habe den Verdacht, ein Bewunderer von mir. Ich habe ihm dummerweise von den Wölfen erzählt und er hat geschworen, die Sache zu erledigen. Würdet ihr bitte losziehen und Jupp finden, bevor ihn der Wolf findet? Es wäre furchtbar, wenn ihm etwas zustoßen würde. Weißt du, zu mir sagst du... Das sieht einfach so herrlich bescheuert aus. Oh Gott, nein. Nun, nein, ich spiele nicht auf Spiele. Oh, schade. Ja noch einigermaßen. Aber stimmt, ich erinnere mich, dass ihr das schon mal erwähnt hattet, dass er nicht auf Spiele spielt. Wobei ich jetzt ja noch ein 120er. Oh, 120, davon träume ich. Okay. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, muss ja auch nicht, muss ja auch nicht. Wir sind tatsächlich auf Bele gegangen, weil ich hier ja einmal Münzen noch hatte. Dimitri-Münzen. Gut, zum anderen hatte ich hier mein Haus. Oder hab mein Haus. Server-Charakter, das weiß ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Wir haben damals auf Gwai hier einmal gespielt. Echt? Mhm. Haben wir nicht immer schon hier? Mhm. Okay. Wir sind von Gwai hier auf Bele gewechselt. Aufgrund meiner Mitre-Münzen. Dass ich das Spiel überhaupt jemals spiele, weißt du? Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet. Hallo? Wer möchte das? Hallo? Hi! Wer hat mich denn dazu überredet? Ja, deswegen sagte ich ja das. Ne? Ja, ich hätte damit auch nicht gerechnet. Ich kenne da ein Sitzungsspiel, bei dem man ein Pferd spielen darf. Täglich begrenzt auf, glaube ich, 30 Minuten. Okay. Cool. Hallo, Jupp Kleinbau. Dora hat Angst um mich, ist das wahr? Vielleicht hat sie mich doch ein wenig gern. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte selbst etwas Angst vor dem, was passieren könnte, wenn der Wolf hier auftauchen würde. Ich war sicher, dass mein Eimer mit Keilerfleisch die Bestie aus ihrem Versteck locken würde. Nun ja, vielleicht war der Geruch des Keilerfleisches nicht stark genug. Gerade hier sauber machen, dann können wir zusammen zu Dora gehen. Die Quest war mal Pre-Order. Kann man jetzt nicht mehr gattern. Warte. Mitre-Münzen sind überall. Ja, ich hatte mich hier halt mal für einige Talerchen, einiges an Mitre-Münzen gekauft. Und auf Gwai hier hatte ich sie dann ja logischerweise nicht. Und da ich hier mehr Währung insgesamt dann hatte, was man so nutzen konnte, hab mir dann halt gedacht, ja gut, dann sind wir halt hier. Dann ja auch egal. Pferdchen. Ich schaffe mal etwas zu snipen, dann zeige ich es dir mal. Okay, sehr gerne. Oh, hallo. Bitte. Ah, da ist der Geldbeutel. Naja. Ja, ich habe nur geguckt, was ich hier. Das hatte. Ach so.
Aber ja, ich habe hier ja ein bisschen was an Währung. Hi. Hallo Dora. Lasst mich mit meinem Kummer allein. Ihr habt Jupp gerettet? Den Himmel sei Dank. Ich wusste, dass ein alter Wolf gegen euch keine Chance haben würde. Aber da wäre bei dem armen Herrn Kleinbo sicher anders gewesen. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich seine Einladung zum Essen annehmen werde oder nicht. Ja, er kam direkt hierher, um mich zu fragen, noch bevor ihr zurück wart. Jetzt ist die Frage, wie er es schneller geschafft hat, wie wir. Aber naja. Ja. Ist halt echt so. Okay, warte mal. Jetzt Postbote. Dürfte ich kurz Nadelhol. Ja gut, da wir da sowieso noch eine Quest haben, können wir auch hier einmal annehmen. Dürfte auch, glaube ich, gar nicht mehr so schwierig sein. Also, dass man das nicht auf den Pferden erledigen kann. Ja. So, einmal hier kurz rüber. Den eleganten Mittelweg, um einmal kurz drum herum zu gehen. Mhm. Ja, ich gehe lieber 30 Kilometer weiter drum rum als den kürzeren Weg. Erwischt zu werden. Ja. Na, jetzt dann wird's einfach. Hat er den ganzen Tag war's ruhig und jetzt fängt es wieder an zu stürmen? Ernsthaft? Bei uns hat es immer mal wieder ein bisschen gestürmt. Über den Tag ging es tatsächlich wirklich, aber jetzt geht es wieder richtig ab. Was aber viel war, war Regen. Regen war verdammt viel. Das ging wiederum bei uns. Das ist jetzt mit in den Sturm. Ah, ich liebe das Auenland. Mit seinen Wäldern und Feldern. Genau. Weiten Wiesen. Das ist auch noch in Ordnung, ja. Sag es nicht. Den Dachs auf der Zunge, auch wenn ich gerade nicht sehe. Der Dachs auf der Zunge, ich kenne dich. Den schönen Sümpfen. Die so leicht nach Moder riechen. Das ist mein Parfum, das nennt sich Muschus. Der wunderschönen Fiedel, die man im Hintergrund so leicht hört. Sanfte Rauschen der Bäche. Oh mein Gott, wie poetisch. Diese sanften Nebelschwaden, die über dem Boden hängen. Und um das Ganze noch ein wenig abzurunden. Die sämtlichen Tierarten, die es hier gibt. Die wunderschönen Ortschaften. Und Bingo Buffin! Ja, ja. Es hätte so schön sein können. Ja, ich wollte dich in Sicherheit wiegen. Mushu! Was? War das nicht der Drache aus Mulan? Ja. Wobei Mushu kam auch in, also nicht als Drache oder so, aber der Begriff Mushu kam auch bei. Och, ja, Rush Hour! Drin vor, falls den Film noch einer kennt, mit Teil 1, Teil 2, Teil 3. Jackie Chan. Der erste oder der zweite? Im ersten oder im zweiten? Im dritten auf gar keinen Fall. Mushuli! Mushu! Ich will doch nur ein bisschen Mushu! Ich glaube, es war der zweite. Bin mir aber nicht sicher. Eins oder zwei? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich könnte nachher Rush Hour gucken, da könnte ich sagen. Aber da bringt es im Stream nichts mehr. Guten Tag. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Oh Gott. Ich weiß, was ihr denkt. Echt? Dass ich das Geld gestohlen habe. Aber das ist nicht wahr. Ich hatte mich mit dem Geld auf den Weg gemacht. Habe dabei eine Abkürzung durchs Moor nach Oberbühl genommen, wo die Zimmerleute gerade arbeiten. Auf einmal sind diese verflixten Zwerge von Norden her auf mich zugerannt.
Sie hatten Äxte dabei und ich habe die Beine in die Hand genommen und bin ganz schnell hierhin zurückgerannt. Leider habe ich dabei den Münzbeutel fallen lassen und mit zu allem Übel auch noch den Knöchel verstaucht. Ich wollte dem Bürgermeister gerade Meldung machen, als ihr aufgetaucht seid. Ich glaube, diese Zwerge kamen aus dem Binsenmoor. Das liegt im Osten, etwa auf halbem Weg nach Oberbühl. Ich gehe davon aus, dass sich der Münzbeutel in ihrem Lager befindet. Ihr könnt es leicht an dem großen hölzernen Bollwerk erkennen, das sie aufgebaut haben. Wenn ihr den Münzbeutel findet, dann bringt ihn bitte zu Assistent Fallpaut und erklärt ihm, was geschehen ist. Solange hier keine, keine Muschi heißt, ist alles gut. Ich glaube nicht, dass er weiß, was du denkst. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube in dem Fall auch nicht. Okay. Da hinten müssen wir hin. Denkst du nur, denn das Denken der Gedanken ist gedankenlos denken. Oh Gott, ich hab's gehasst, ey. Den Satz hat mein Großvater so oft gebracht. Ich hab den bis heute nicht drauf. Ich kann den gerade mal so lesen. Auswendig kriege ich es tatsächlich nicht hin. Oh, miau. Es miaut wieder. Das ist ja wie mit der Mariechen, ne? Ich kenne diese ganzen Zungenbrecher nicht. Ich kann auch Fischers Fritz nicht. Da sprach Mariechen zu Mariechen, lass Mariechen, Mariechen. Daraufhin ist Mariechen, Mariechen, Mariechen. Ja, Gesundheit. Danke. Ich krieg die Zungenbrecher überhaupt nicht hin. Das ist eigentlich niemand Zungenbrecher. Für mich ist das ein mega Zungenbrecher. Ohne Scheiß. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Du musst das nur langsam aussprechen. Ja, nicht mal langsam krieg ich's hin. Dann gibt das einen Sinn. Es ergibt ja eben keinen Sinn. Zumindest. Doch, da sprach Mariechen zu Mariechen, lass mal riechen, Mariechen. Daraufhin ist Mariechen, Mariechen, mal riechen. Ja, genau. Ach Mensch, komm, geh nach Hause. Ich bin zu Hause. Ich weiß. Wenn fliegen. Ja, fliegen hinterher. Was? Ja, genau. Ach ja. Fliegen. Jetzt soll jedes Wort Fliege sein. fliegen. Der Beste ist immer noch, fliegen. Der Beste ist aber immer noch die drei Mädels im Garten. Das ist immer noch der Beste. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Blaukraut bleibt Blaukraut. Ja, genau. Genau. Ich gebe es auf. Sowas kriege ich tatsächlich überhaupt nicht hin. Bin ich ja nur noch am Stolpern. Mit der Zunge. Also bis ich den mit den drei Mädels, hat es echt Monate gedauert. Ich habe mir den sogar aufgeschrieben, obwohl man das eigentlich gar nicht aufschreiben kann. Okay. Aber den musste ich. Den musste ich einfach. Eia, haha, hu. Taifu! Ha, Jing Chang. Jackie Chan! Der auch. Wo wir wieder bei Mushu bei Mushu sind. Mushu, Kaya, Mushu! Ich will doch nur ein bisschen Mushu! Yes. Ruhig da! Oh. Nee. Das nicht. Das nicht? Das nicht, nee. Das nicht. Niet. Niet. Wir haben den Münzbeutel. Ich bin 18 plus, ich darf. Ja, alles gut. Tapaka. Naja. Tapaka. Frau LP. Ja. So, wir haben gleich ein Uhr. Ja. Ja. Also, wenn du noch was anderes machen willst, bleib nee. Ich ein bisschen im. So, deswegen bleib ich noch ein bisschen im Voice. Weil nö. Ich esse gleich noch mein Essen auf. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einmal kurz noch das mit Narzisschen. Ja, klar. Die ist hier gerade irgendwo irgendwie.
Eine Walachei. Irgendwie fängt irgendwo. Ne, die ist irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ja, genau. Ja. Wenn die Zukunft anfängt. Was? Ja, so geht doch das eine Lied da. Irgendwie fängt irgendwo. Ach so. Die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. War das nicht Nena? Ja, Nena und Kim Wilde, ne? Glaube ich. Ich glaube. Die wilde Kim. Okay, dann schaffe ich es nicht zu euch, glaube ich. Bin gerade in Bremen und muss laufen. Ach, scheiße. Ja gut, nach Bremen schaffen wir es jetzt auch nicht. Wobei, ja gut, Kai hat sowieso schon eine halbe Stunde länger gemacht, als er eigentlich wollte. Ja, genau. Ja. Ja, du hattest eigentlich gesagt, halb eins ist Sinn so. Ja, so circa halb eins, ja. Also der muss ja morgen auch wieder fit sein. Es ist schrecklich, einfach schrecklich. Oh ja, das ist die Glocke meines Narzisschens. Was mag sie wohl so angefallen haben? Und warum hat der Zwerg sie gestohlen? Das arme Narzisschen, armes Ding. Jemand wird dafür büßen müssen. Ihr müsst etwas tun. Dürfte ich euch um Hilfe bitten? Okay, annehmen werde ich es beim nächsten Mal. Ich laufe jetzt zu 100% schneller. Oh. Ja gut, ich könnte halt hier noch warten, aber ich, ne? Wenn man aufsteht und nach dem Mozzarella-Stick zu schauen, die Unterhose einen alles abklemmt. Jetzt weiß ich, wie sich Kai hier gefühlt hat. Bruder. Ja, unangenehmes Gefühl, ne? Ja, das ist ja diese Magnetostrumpfhose, ne? Magnetostrumpfhose. Ah, herrlich. Geht, ne? Mhm. Nimm dir mal die Eier, denn das ist nicht mehr so herrlich. Ja, ich weiß, du hast keines, den hatten wir schon. Ich wollte gerade sagen, ich würde es ja gerne mal versuchen, aber... Nein, willst du nicht. Ich kann ja leider nicht. Da ist halt etwas... Das steht halt zwischen mir und den Eiern. Ja. Weiß auch nicht, was das ist. Ja, ich habe jetzt Sexualkunde nie aufgepasst, ich weiß es auch nicht. Nicht mal Männer wollen das versuchen. Ich habe auch gehört, wenn man sich was einklemmt im Hosenstell, dann soll das auch ziemlich wehtun. Man munkelt aber auch nur. Okay, das ist mir tatsächlich noch nie passiert, weil das ist wirklich dumm. Also wenn das passiert, das ist, sorry, das kann eigentlich nicht passieren, nein. Das ist in Filmen so, ja, aber ich glaube real... Also ich kenne tatsächlich jemanden, dem das passiert. Oh. Nicht frisches. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber mir fallen ja noch so ein paar andere Konsorten bei. Mir fallen auch noch ein paar ein. Mir fallen einige ein. Ja, das tut sehr weh. Das sind so viele feine Nerven. Oh. Was war das denn? Kleines, leidvolles. Hast du mitgelitten? Ja, ich habe mitgelitten, ja. Lieber die Finger klemmen als den Sack. Oh. Ah, schön. Schön, sagst du. Ob das so schön ist, weiß ich nicht. Nee, ne? Bin mir da jetzt auch nicht ganz so sicher. So. Gucke aber gleich einmal, ob ich hier jemanden finde, wo ich euch hinschicken könnte. Aber da gibt es halt zu dieser Uhrzeit nicht besonders viel Auswahl, muss ich sagen. Fehlt da noch jemand in der Liste? Echt? Ja, es ist, ich weiß nicht, sie zuckt gerade Horizon Forbidden. Ja gut, da werde ich natürlich nicht zu sehen, dann. Ja, ich auch nicht, weil ich meinte das, aber... Ja doch, ich...
Bei mir ist halt das Problem, es ist schon meins, aber ich möchte mich nicht spoilern lassen. Ah, okay, ja gut. Wobei, ich habe, glaube ich, auch jemanden. Glaube ich. Brandywein-Brücke habe ich soeben überquert. Ja, ich warte tatsächlich noch ein bisschen. Ich warte auch noch. Aber ich habe zumindest schon mal jemanden rausgesucht. Wen denn? Cinera. Kenn ich. Weiß ich nicht. Doch, habe ich schon öfter Single rated. Die spielt Donkey Kong Country. Ah, okay. Frag mich aber bitte nicht, welchen Teil. Aber Retro ist eigentlich immer gut. Auf Retro habe ich halt auch mal. Country kenne ich tatsächlich wirklich nur und den ich gezockt habe. Das ist halt nur die Teile für das SNES. Alles, was darüber hinaus war, habe ich auch nie gezockt. Ja, das Problem ist, das andere wäre halt Valorant, aber ich wüsste jetzt niemanden aus dem Chat. Ich glaube, von euch interessiert sich keiner für Valorant. Also, jedes Mal, wenn ich frage, das oder das, entscheiden sich immer alle gegen Valorant. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das sowieso nicht ganz so ist. Von daher. Retro, mit Retro kann man eigentlich nichts falsch machen. Sehe ich auch dann. So. Dann. Theoretisch. Theoretisch. Ne, theoretisch. dieses Pferdchen. Wo seid ihr? Nadelhol. Ja. Ja, doch. Ja, Nadelhol. Direkt einmal hier hinten am Osterwelt. ja, sorry. Wollen wir das ein bisschen entgegenkommen? Ja, aber das ist halt doof, weil wir hier ja dann die Quest weiter haben. Das stimmt natürlich. Und hier ist, meine ich, kein Marktstein. Er ist gleich in Norwegen. Nee, Marktstein ist hier tatsächlich nicht. Wir müssten hier tatsächlich bleiben, sonst müssten wir den Weg wieder zurückreiten. Ja gut. Aber Hobbingen ist nicht mehr ganz so weit, also das geht. Aber ja gut, doch, ja, Wegscheid wäre dann halt noch das nahegelegene. Nee, einfach rückständig. Was erwartest du? Ist wirklich so, die haben keinerlei Technologie. So, dann kann ich einmal schon mal um die Codes kümmern. Um die was? Um die Codes. Wegen. Um die Codes. Ja, wegen der Verlosung. Ach so. Ja gut, den einen Code kann ich ja behalten für Precious. Den zweiten Code. Die Code ist zumindest schon mal raus. Und den anderen kriegt das Fässchen. Den kriegt er dann morgen. Nach dem Spiel, für mich, also deswegen habe ich auch nicht mitgemacht, weil für mich wäre das überhaupt nichts gewesen. So, nee. Ja, für mich, Turok wäre eventuell noch was. Turok ist cool. Welches Turok? Das erste? Das erste. Cool, ja. Ich kenne das noch vom N64 damals. Also das wäre halt so das Einzige gewesen, das andere wäre jetzt auch nicht so meins. Aber ja gut, ich bin ja sowieso raus. Ja, ich bin aber nicht für dieses Mittelalter-Teil-Zeug. Ja doch, das ist schon ganz cool. Aber ich mag halt keinen PvP. Also, nein, brauche ja nicht mitmachen für was mich nicht interessiert, das wäre Blödsinn. Aber ich werde jetzt auch mal gucken, dass ich, wahrscheinlich wird das allerdings erst im April was. Also ich halt auch mal bei diesem Humble Games da mal was hole und dann für euch was lose. Humble Games? Sagt man nicht. Bei Humble Games kriegst du halt oder gibst du einen gewissen Geldbetrag und für diesen Geldbetrag kriegst du dann eine gewisse Anzahl an Codes für Steam-Spiele. Es gibt gewisse Kategorien und da kannst du dir dann oder Humble Bundle, wie das da heißt. Gibt's verschiedene. Wie gesagt, keine Ahnung, nie gehört. Ich weiß es halt durch Dufte. Da, wie gesagt, daher habe ich ja, ne, das. Ja, gut, okay.
Und Wandelspieler. Gut, Epic Games Celebration gibt's gerade. VR. Okay, ist jetzt nicht so. Lol, ein Pferd. Ein Pferdchen. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, ich will auch. Wie cool ist das einfach mal? Da ist er ja. Wie cool. Ich will auch. Wild. Das ist mega geil. Hat was. Ist cool. Ich will auch als Pferd durch die Gegend reiten. Mach mich zum Pferd. Mach mich zum Pferd. Ich bin auch weiß. Ich will auch. Geht nicht mehr, ich weiß. Ich möchte trotzdem. Die sollen das wieder einführen. Geht das nicht mehr, oder wie? Nee, geht nicht mehr. Ich möchte auch das. Ich heule innerlich gerade. Ich finde das so mega cool. Nicht doch. Ja, Katzen und Pferde sind meine Lieblingstiere. Eigentlich so typisch Mädchen, ne? Also. Aus meiner Zeit zumindest. Da müsstet ihr uns, also mich echt mal besuchen kommen. Weil da, wo Monique wohnt, gegenüber, die kennen sie auch ganz gut, die haben drei Pferde. Da können wir immer auf die Koppel gehen, wenn wir wollen, wenn ich da bin. Gut, ich bin zwar gegen Pferde allergisch, aber das lasse ich mir trotzdem. Die haben einen Shetland Pony, das heißt Benny. Ich meine, ich kenne zwar keinen, aber das finde ich, den Namen finde ich gut. Oh, das wäre das noch, cool. Lennox und Merva. Cool, kannst du drauf sitzen, also Kriegsross. Ah, okay. Da kann man zweimal täglich eine Quest machen, Dailies. Also, als Belohnung bekommt man am Ende einen Umhang, der am Hintern einen Schweif hat. Im Kopf die Mütze hat einen. Ja, das ist Silhouette. Oh, auch cool. Oh, aber das. Vielleicht haben sie ja irgendwann mal Gnade. Wir schreiben einfach alle eine Petition dahin. Die sollen das bitte nochmal aktivieren. Okay. Ja, Luna, das bist du. Wieso? Wieso fragst du? Das brauche ich nur, das kann ich nur bejahen. Doch, bist du, Luna. Oh. Scheiße. Was? Ja, nein, ich. Ich habe gerade hier an meinem Mikrofon das Rädchen, das ist gerade irgendwie in meine Hose gekommen und dann habe ich mich kurz hingesetzt und dann ist es richtig, warum warst du so laut? Ich so, oh Gott, kurz die Lautstärke war immer so laut. Wurde mir ins Ohr geschrien. Wir schreien dir gerne ins Ohr. Du hast mir ins Ohr geschrien. Ich und meine drei, die anderen nicht. Das Pferd ist cool. Auch so viele? Ja, so viel wie ich Charaktere habe. Gott, das ist aber verdammt schnell. Ja, Alter. Ich habe von den beiden Spielen zusammengenommen. Huch. Das muss ich nochmal erwähnen. Da kriegt man ja einen Drehwurm, Alter. Aber mehr als 68% Geschwindigkeit. Ja. Da können wir einpacken. Das ist wie ein Kanickel, der Hasen schlägt. Kanickel, der Hasen schlägt, ja, super. Schlägt, okay, das Kanickel schlägt Hasen, okay. Kanickel schlägt Hasen und der Hasen schlägt Kanickel. Oh. Ich lock mich jetzt mal so lange. Das Kriegsross hat fast so viel. Ah, okay.
Ja, bis zum Kriegsfluss dauert es ja noch ein bisschen. Dann fährt ein Skill, das die Geschwindigkeit nochmal um 100% anhebt. Oh. Neidisch. Ich wundere, dass er so schnell hier war. Aber ich logge mich jetzt auch einmal aus. Aber mega cool. Neidisch.